Hätte gestern die Eier abgekriegt, weil er in die Wurst soll, aber er ist quick wie Dehl, ne? Die Kuh deckt den Tisch. Das ist schon was anderes als ein Warmblüter, ne? Wenn man einen Tag Imkern vor sich hat, das ist einfach ein Blick ins Paradies. Mitten im Wald, irgendwo in Mecklenburg. Der Hof von Stefan und Nina. Hier läuft alles ein wenig anders. Seinen Job als Forstarbeiter gab Stefan vor mehr als 30 Jahren auf, um in diesem Wald Bauer zu werden. Das ist jeden Tag wieder aufs Neue sehr schön. Wenn alles klappt, ist man zufrieden hinterher. Traktor machen wir nichts, ich mache alles mit Pferdekraft. Weil ich gerne mit den Pferden arbeite, weil ich finde, dass es eine sehr schöne Arbeit ist und die auch ökologisch für sinnvoll halte. Und da kommt sie auch schon, Ehefrau Nina, die ihm auf dem Feld hilft. Die beiden Kaltblüter Paul und Bert werden gleich ein seltenes Vehikel ziehen. Denn der Hafer muss jetzt im August runter. Vom letzten Krieg ist er entstanden. Also das stand noch so rum, vor so 20, 30 Jahren in den Scheunen. Wir haben sogar zwei davon. Haltmotor. Das machen wir nur mal vorher noch mal, um zu gucken, ob sich alles reibungslos dreht. Wenn man das weiß, kann man das auch mit den Pferden probieren. Wir stellen jetzt mal die Hocken vom Weizen noch mal neu auf. Solche Mähbinder haben früher vier und mehr Pferde gezogen. Aber dadurch, dass unsere Fläche sehr klein ist, machen wir eben öfters mal eine Pause. Kann ich es auch mit zwei Pferden machen. Aber an sich, die Arbeit ist schon für zwei Pferde nicht schlecht. Da haben sie schon zu tun. Ganz in der Nähe der Ostsee, im Klützer Winkel, liegt ein anderer Hof. Der Hof Hoher Schönberg. Bauer Jörg Altmann hat heute etwas Besonderes vor. So, ja, jetzt gehen wir zum Eber. Na komm. So ist schön, ja. So ist schön. Jörgs Hof ist einer der letzten in der Region, der noch einen Zuchteber hält. Die Sau kommt! Die Sau geht jetzt zu ihrem Manne, um Hochzeit zu feiern. Der Natursprung ist ja auch das Schönste für die Tiere. Oh, jetzt ist sie falsch unterwegs. Nee, da bist du nicht richtig. Nein, nein, nein. Da ist doch nicht der Eber. Schön. Geil, lustig. Ja, für die Hochzeitsfeier schmückt man sich ein bisschen als Sau, ne? Ein schweinegerechtes Leben. Sau Sabine, ein Angler-Sattelschwein, eine alte Haustierrasse. Gedeckt wird die einzige ausgewachsene Sau zweimal im Jahr. Also die Ferkel sind ungefähr 7-8 Wochen bei der Mutti. Und dann sind die so groß, dann ist es Zeit, sie abzusetzen. Und dann bringen wir die erstmal in den Stall, dass sie zur Ruhe kommen, mit der Mutti zusammen. Und dann trennen wir die Mutti von den Ferkeln. Und jetzt ist die Sau wieder bei ihrem Mann und kann wieder Hochzeit feiern. Eine Woche bleibt sie beim Eber. Und wenn es klappt, wird sie in exakt 3 Monaten, 3 Wochen und 3 Tagen wieder Ferkel auf die Welt bringen. Zurück zum Haferfeld im Wald, wo Stefan mit dem fast 100-jährigen Mähbinder arbeitet.
Der schneidet den Hafer und bindet ihn auch gleich. Doch manchmal nicht so, wie es sein soll. Diese Gabe ist einfach zu locker gebunden. Manchmal muss man sauber machen, weil es dann durch das Getreide ein bisschen verstopft. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. Einen halben Hektar Hafer hat Stefan angebaut auf seinen insgesamt 2 Hektar Ackerflächen. Alles ökologisch. Man macht immer so einen Tunnel, dass der Wind durch kann und vorne und hinten einen, damit es nicht umkippt. Dass es ein bisschen Halt hat. Nina kommt aus der Großstadt, aus Hamburg. Sie hat dort Gärtnerin gelernt. Vor über 20 Jahren zog sie hier raus zu Stefan. Ich wollte gerne aufs Land, schon ganz lange wollte ich gerne aufs Land, schon als ich Kind war. Und ich hatte immer Lust, das mit Tieren zu machen. Und deswegen war das für mich ein Schritt nach vorn, endlich. Das war auch keine große Umstellung. Das war so, wie ich es mir eigentlich immer so hätte vorstellen können. Bekannte und befreundete Familien unterstützen die beiden immer bei der Ernte. Für viele ist das hier draußen auch eine Abwechslung zu ihrem Beruf. Wie für den Rettungssanitäter Ralf. Schön. Nicht ganz so viel Krach. Das ist Ruhe und die körperliche Betätigung ist ja insofern auch gut für den Geist. Nina gibt noch eine kurze Einweisung. Denn manche sind heute zum ersten Mal dabei. Das ist irgendwie was Besonderes im Sommer und hat immer mit viel Geselligkeit zu tun, weil wir das immer mit vielen Leuten machen, die gerne mithelfen. Und ist irgendwie auch was Schönes. Gut 2,5 Stunden werden sie heute zu tun haben, bis alle Gaben aufgestellt sind. Bei 30 Grad im Schatten. Zurück auf Jörgs Biohof Hoher Schönberg. Die 25 Hektar Acker, Grünland und Garten sind rings um den Hof verteilt. Vor 20 Jahren kaufte er die stillgelegte Hofstelle von 1860, baute sie mit anderen immer weiter aus, streng nach historischem Vorbild. Und betreibt seitdem Landwirtschaft wie anno dazumal, um natürliche, gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Ja, du kriegst auch gleich. Kannst auch gleich zu Mami. Morgens gegen 7. Es ist Frühjahr. Ganz anders als in der konventionellen Landwirtschaft haben hier die Kühe noch Hörner. Es kommt immer darauf an, wie dicht die Kühe aufgestallt sind. Das heißt also, wie viel Kühe muss ich in einen Stall reinbringen, damit die Milch nur so und so viel Geld kostet und das ist uns egal. Wir machen das so, dass die Tiere genug Platz haben und dass sie glücklich sind. Und dann gibt es auch keine Probleme. Man sieht das ja auch hier, da ist ja keine Verletzung irgendwo an der Kuh, dass da was durch die Hörner passiert. Ne? 1998 verkauft Jörg seinen Anteil an einem Kfz-Betrieb. Er will unbedingt Biobauer werden und studiert nebenher 2 Jahre ökologischen Landbau. Das ist schon mein Traum. Also mit der Natur, behutsamer leben, jeden Tag die Freude empfinden an der Schönheit der Landschaft, des Aufbaus und die Anerkennung auch, die wir bekommen für unsere Arbeit, für unser Tun. 10 Liter Milch. Daraus wird er heute Dickmilch herstellen und Rohmilch abfüllen. Für den Hofladen. Der erst 5 Monate alte Nachwuchs der Hofhündin verschläft am liebsten den frühen Morgen. Während die Schwalben schon mit dem Brüten begonnen haben. Na, Meise, komm mal raus. Eine der ersten morgens auf dem Hof, Tierpflegerin Malvine Scheidt. Nach Lust und Laune können die Hühner drinnen oder draußen den Tag verbringen. Nur nachts geht's ab in den Bauwagen, um sicher vor dem Fuchs zu sein. 50 Hühner sorgen für Eier und für Mist.
Der wird kompostiert und kommt später als Dünger in den Boden. Auch die Zicklein machen eine Menge Mist, weil alle Tiere im Stall auf Stroh liegen. Immer sind auch ein paar Helfer da. Heute zwei Agrarstudentinnen. Ob Schweine oder Schafe, von jeder Art leben hier nur ein paar. Kleinbäuerliche Wirtschaftsweise, wie das im Fachjargon heißt. Sau Sabine mit 10 Ferkeln. Im Hofladen treffen sich täglich die Mitarbeiter. Insgesamt 20 Festangestellte aus ganz unterschiedlichen Berufen. Viele davon arbeiten im Laden. Für einige Wochen sind gerade 3 Waldorf-Praktikanten da. Und seit rund 10 Jahren dabei Gerald Palme, gelernter Schlosser und alleinerziehender Vater, mit zuständig für den hofeigenen Fuhrpark, der es oft genug in sich hat. Hat doch er macht was. Irgendwas will er sagen. Bisschen schwach, ne? Finola dagegen hat keine Anlaufschwierigkeiten. Die Irish Tinkerstute steht in einem Stall in der Nähe von Rostock. Sie ahnt wohl schon, dass sie heute ordentlich ran muss. Finolas Chef ist Marco Jakubczyk. Seit 9 Jahren arbeitet er mit diesen ungewöhnlichen Kaltblutpferden. Also heute wollen wir ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, ne? Marco macht ganz unterschiedliche Arbeiten mit seinen insgesamt 3 Irish Tinkerpferden. Gleich soll es in den Wald gehen. Heute haben wir einen kleinen Auftrag, Holz vorzurücken bis an eine Rückegasse, bis an den einzigen befahrbaren Weg, der dort ist. Ne? Sodass dann das Holz dort eingesammelt werden kann und abtransportiert werden kann. Das ist heute unsere Aufgabe oder für die nächsten 2 Tage. Wie lange das genau dauert, ja, das werden wir heute sehen und einschätzen können, wenn wir da sind. Ne? Gesehen haben wir das jetzt auch noch nicht. Was uns da erwartet. Marco hofft, dass seine Tinkerstute das hinbekommt. Es sind ja echte Allrounder, ne? Ist jetzt kein spezielles Springpferd und kein besonders gutes Dressurpferd, aber das brauchen wir ja auch nicht. Ne? Das ist ein Allround-Tier und das kommt uns zugute. Ne? Damit sind wir sehr zufrieden, ne? Und wir können die gleichen Frisuren tragen. Und so, erstmal das Gröbste. Können wir auch erstmal los. Heutiges Einsatzgebiet. Ein Wald, rund 30 Kilometer entfernt. Weil Marco keine Zeit hatte, sich das Gelände vorher anzusehen, wird dies eine Fahrt ins Ungewisse. Eine Fahrt ins Ungewisse ist es auch für Juliette Lahaine, genannt Jette. Auf diesem kleinen Stück Land bei Neustrelitz will sie ihren Traum verwirklichen. Den Traum vom eigenen Bioacker. Dieser Acker gehörte einst zu der LPG mit den schlechtesten Ernteerträgen der ganzen DDR. Und doch ist die gelernte Obstgärtnerin voller Hoffnung. Also hier ist mein Sandstrand. Also schönster, wie sagt Marco, so mal Teddybärchensand. Der braucht also ein paar Jahre. Und wenn man dann aber schon ein paar Meter weiter guckt, wird das schon wieder richtig schöner, dunkler Boden. Ihr Plan? Mit dem Gemüse von diesem Acker 100 Menschen zu versorgen. Was ich am meisten Angst vor habe, ist so, dass ich wirklich am Ende alleine diese Verantwortung trage für die Ernte. Also, dass mit meiner Entscheidung steht und fällt die ganze Sache. Schafe hat ihr Kollege Markus Poland schon als Kind gehalten. Er sorgt für die Tiere, Jette für den Acker. So haben sich die beiden die Arbeit aufgeteilt.
100 Unterstützer konnten sie gewinnen, die gemeinsam in den kleinen Betrieb investieren. Solidarische Landwirtschaft nennt sich das Modell. Dafür müssen die beiden Bauern ihre Mitglieder regelmäßig beliefern. Mit Fleisch, Milchprodukten und Gemüse. Die Herde schottischer Hochlandrinder ist solide, sagt Markus. Anders sieht es bei Jette aus. Sie macht sich schon Sorgen. Wird ihr Acker bereits im ersten Jahr genug Erträge bringen? Der alte IHC-Trecker mit Frontlader von 1960 macht's immer noch. Auf dem Hof Hoher Schönberg. Und so ganz ohne Servolenkung. Insgesamt 6 Traktoren gehören zum Hof. Keiner jünger als 40 Jahre. Jetzt geht's raus auf die Wiese zu den Hühnern. Geralds Sohn Paul ist heute mit dabei. Er wird einen ganz besonderen Job übernehmen. Die hat auch das Problem mit der Batterie. Ich weiß. Aber die sind uralt, die Dinger. Baujahr? Ah, der muss so 64 sein, so ungefähr. Der muss so alt sein wie ich. Man kann sie selber reparieren. Es ist keine Elektronik, ist nichts dran, was man kann alles machen. Und wir machen alles selber und deswegen ist das für uns günstig. Also so ein moderner Trecker, da kann man ja nichts mehr machen. Die Hühner kennen das schon. Denn Paul leistet ganze Arbeit, macht hunderte von Maulwurfshügeln ruckzuck platt, damit die Wiese wieder gleichmäßig wachsen kann. Heute soll auch einer der Hühnerwagen versetzt werden. Wer jetzt noch drin ist, muss mitfahren. Da unten haben sie schon das ganze Gras zertrampelt. Und das ist ja auch dann immer an der Stelle viel Mist. Und dann, dass man dann nicht so überdüngt. Und hier oben wächst das Gras jetzt. Es ist zwar jetzt noch der Mau, aber es kommt ja jetzt. Und dann haben sie einfach wieder was Grünes, weil sie am liebsten einfach unterm Wagen sind und da Zuflucht suchen, wenn der Habicht kommt. Picken, scharren, jede Menge Platz. So ein Bio-Ei kostet hier dann auch 60 Cent. Jörg mangelt es nicht an neuen Ideen, immer mehr aus dem Hof zu machen. Das wird eine Einzäunung für unsere Pfirsichbäume. 90 junge Pfirsichbäume im Norden von Mecklenburg gepflanzt. Ob das was bringt? Ja, das wird was. Die sind doch super geworden. Und ab und zu ernten wir auch was. Liegt ja ein bisschen daran, ob die Insekten fliegen, ob genug Insekten da sind und wie das Wetter überhaupt so ist. Wie fast alle anderen wohnt auch Malvinen nicht auf dem Gelände. Die Kühe, ihre Leidenschaft, bekommen nur Futter vom Hof. Im Moment ist unsere Lore nur für die Kälber da. Die sind jetzt langsam groß genug, dass sie dann nachher weniger trinken und dann können wir bei ihr auch melken. Aber im Moment trinken sie, weil sie nicht so viel Milch hat, dass da noch was über ist. Dann haben wir jetzt halt zu wenig Milch, um Käse zu machen. Aber dafür haben wir 2 Kälbchen, die bei der Kuh trinken können und müssen nicht mit Milchpulver oder irgendwas aufziehen.
Kuh Lore versorgt ihr eigenes und noch das Ammenkälbchen Magnus. Der soll später den Job vom Zuchtbullen übernehmen. Na, wie riecht das? Erzähl. Ich nenne ihn immer Bulli, weil das ist so mein Spitzname für ihn. Er ist so ein Süßer. Er ist ein ganz Lieber. Und, ne? Ist natürlich jetzt so im Rangelalter. Am coolsten wäre so ein Gleichaltriger, mit dem man sich jetzt immer so ein bisschen rangeln könnte. Dann muss er das mit uns machen, ein bisschen, ne? Ja, ja. Er muss nicht das. Ja. Rausgehen, komm! Auf geht's! Leo, komm! Na komm, so geht's weiter, komm! Komm, Mäuse! Das bringt mir, was wir da jetzt haben. Komm her. Och Mensch, hast du denn abgekriegt? Mit Tieren zu arbeiten ist einfach so was Schönes. Die geben einem so viel, dass ich halt sowas gesucht habe und ich habe es coolerweise ganz schnell hier gefunden. Das ist was, wo die Tiere nicht eingesperrt werden und für meine Verhältnisse für einen vernünftigen Zweck gehalten werden oder sinnvoll. Und deshalb macht mir das Spaß. Spaß macht die Arbeit mit Pferden auch Marco Jakubczyk. Nur diesen Privatwald konnte er sich vorher nicht ansehen. Das Areal ist komplizierter als gedacht. Und dann noch Regen. Es ist leicht hügelig, das Gelände. Wir werden versuchen, das für die Pferde als Vorteil zu nutzen und immer versuchen, irgendwo ein bisschen bergrunter abschüssig zu rücken, damit die Pferde das nicht so schwer haben. Ob uns das immer gelingt, müssen wir mal schauen. Finola hat ein ganz spezielles Rückegeschirr um. Das verteilt die Last der Baumstämme möglichst großflächig. Echt hoch. Echt hoch. Köp. Gut, fein. Gut. Köp. Also für uns ist das Wetter ja heute eigentlich nicht so schön. Aber das Holz der Buche, die hat ja eine schön glatte Rinde und rutscht natürlich dafür sehr viel besser. Also von der Warte her ist es sogar ein kleiner Vorteil heute für die Pferde, dass die Stämme leichter rutschen. Ne? Soweit die Theorie. Das ist schon eine gefährliche Arbeit, im Wald zu arbeiten. Also man muss da schon sehr konzentriert sein. Mit Aufregung und Hektik erreicht man da nicht viel. Ne? Das ist viel zu gefährlich. Ne? Fast 160 Kubikmeter muss Finola hier rausziehen. Richtig viel Holz. Und nicht alle Stämme sind so kurz. Finola zieht kurzzeitig ihr gesamtes Körpergewicht, fast 400 Kilo. Mittlerweile denken die Pferde auch mit. Und die sehen auch, da wo schon noch ein Stamm liegt, da laufen die dann auch schon hin. Und die suchen sich auch eine Lücke, also da, wo wir die Stämme ablegen, da dirigiere ich sie gar nicht immer zu hin. Der Förster des Waldvereins Holger Weinauge hat Marco und Finola angeheuert. Er schwört auf das Holzrücken mit Pferden. Überall, wo ich mit dem Pferd rück, habe ich natürlich fortlaufende Verjüngung. Eine Gratisleistung, die ich mit einer Rückemaschine natürlich niemals erreichen und auch nicht habe. Und da wir das in manchen Wäldern schon jahrelang betreiben, also jetzt schon 10 Jahre, können wir vorweisen, wie so ein Wald aussieht. Und der sieht aus wie ein Märchenwald. Man bekommt Gänsehaut, wenn man sowas sieht. Keine Maschinen haben hier den Waldboden verdichtet und zerstört. Es gibt keine Rückegassen, keinen Krach. Dass die Pferdearbeit mit rund 10 Euro pro Festmeter fast doppelt so teuer ist wie mit einer großen Maschine, das nimmt der Förster gern in Kauf. Inzwischen ist es Mai. Auf dem Hof Hoher Schönberg setzt Jörg jetzt die Schafe auf die saftigen Weiden um. Und die Rinderherde bleibt nun nachts draußen.
Hof und Fussel mit Tochter Elli. Die kommt ganz nach dem Vater. Auch die Milchkühe dürfen hier schon mal frei herumlaufen. Gärtner Michael Manske kann die Hinterlassenschaften der Kühe gerade gut gebrauchen. Die alte Badewanne ist gefüllt mit Lehm, der hier überall im Boden zu finden ist. Ich nehme jetzt Lehm und Kuhfladen und rühre das mit Wasser an. Und das mache ich dann, nehme ich dann für die Jungpflanzen, also da tauche ich die Töpfchen. Tauche ich ein, bevor ich die pflanze. Genau, dann haben die nochmal so einen Mantel aus Nährstoffen und die Wurzeln trocknen nicht so schnell aus, also weil es schon noch ein bisschen Zeit braucht vom Rausnehmen bis zum Pflanzen. Bisschen mehr Aufwand, aber wenn es den Pflanzen dann im Nachhinein gleich gut geht, lohnt sich das auch. Jörg teilt sich seit 2016 mit Moritz Ahlhorn die Geschäftsführung. Schön. Holst du die Ziegen jetzt? Ich bereite noch ein bisschen vor. Und dann machen wir Frischkäse. Ja. Gut. Das Kleine noch. Ab jetzt muss sich Moritz auch um die Ziegenherde kümmern. Nicht ganz freiwillig. Bisher hat das immer Jörgs Frau gemacht. Doch die baut nun im Nachbarort einen anderen Betrieb auf. Vorsicht. So, kommt, Ziegis, komm, ab in den Stall. Hopp, 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 hopp. In den Stall sollen sie jetzt, weil Moritz die Ziegenmütter melken will. Zuerst will er die Muttertiere anbinden, sonst zicken sie immer so rum beim Melken. Doch das war sein Plan. Letztlich organisieren die sich eigentlich selbst. Ne? Denn die Ziegen haben auch noch einen anderen Stall. Türchen zu. Doch Ziegen sind neugierig, mutig und erfinderisch. Frag mich, wo die rausgekommen sind. Während Schafe bei Gefahr schnell in Panik geraten, überlegen Ziegen genau, wie sie eine Sache angehen. Und dabei will Moritz sie doch melken. Schließlich soll es auch heute frischen Ziegenkäse im Laden geben. Alle draußen. Alle draußen. Die gehen bestimmt hier unter durch, du. Die gehen bestimmt hier unter durch. Ja. Ich muss wieder rein. Käse. Brauchst du noch Hilfe, oder? Ja, ich versuche die einfach mal zu kriegen, aber mit der Herde ist es schwierig. Er sucht nur nach ganz bestimmten Ziegen, den Müttern halt. Die ist zu melken noch. Und wenn ich eine habe, kommen die anderen vielleicht. Glück gehabt. Also ich bin sozusagen von Jörg an der Kuh angelernt worden. Gab es kein langes Lernen. Also er hat mir das einmal gezeigt, ich habe es ausprobiert. Und ich glaube auch beim ersten Mal gleich eine Kuh leer gemolken. Dann habe ich halt eine Dreiviertelstunde gebraucht für eine. Moritz, gelernter Krankenpfleger, arbeitet jetzt als Osteopath. Daneben ist er Bauer. Ich empfinde das einfach als immer wieder wichtig, körperlich tätig zu sein, körperlich zu arbeiten. Und im ökologischen Landbau sehe ich eigentlich die Zukunft. Einen bis 1,5 Liter gibt jede der 8 Milchziegen. Noch ist die Käsekammer nicht fertig. Deshalb nutzt Jörg seine Küche für die Käseproduktion.
Aus den rund 10 Litern Ziegenmilch täglich macht er vor allem Frischkäse. Der Renner im Laden, Paprika edelsüß. Alles Schnittkäse aus der Milch von den beiden Kühen. Jeder Käse reift hier 1,5 bis 3 Monate. Im Hofladen bieten die Mitarbeiter neben eigenen Produkten auch zugekaufte Bioware an. Das Käsemachen hat Jörg erst nach und nach gelernt. Jörg? Ja? Sagst du mir mal ganz kurz, welche das ist? Welcher was ist? Welche Wurst und dieses ist? Das ist Schweinemettwurst. Danke. Zu trocken. Nächstes Mal wird er deshalb genauer auf die Temperatur beim Käsemachen achten. Aber schmeckt. Umsatz machen sie vor allem mit ihrer Ölmühle. Die Kunden bestellen aus ganz Deutschland. Jörg hat spezielle Ölmühlen weiterentwickelt, wassergekühlt. Die Temperatur steigt nicht über 37 Grad. Was übrig bleibt? Futter für ihre Tiere oder Dünger für den Boden. Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft auch bei Markus und Jette, die mit dem Sandboden. Auch sie betreiben ökologische Landwirtschaft, nur ein wenig anders. Im Schafzelt von Markus herrscht Aufregung. Der Schafscherer ist gekommen, 3 Wochen früher als sonst. Denn jetzt, im Frühjahr, sind es schon 28 Grad. Da muss die Wolle runter, so schnell wie möglich. 20 Mutterschafe hat Markus. Also normal habe ich die Wolle immer abgeliefert, ne? Aber man kriegt halt so wenig Geld, dass ich das wirklich nicht, dass das nicht mal die Kosten der Schafschuhe im Prinzip einbringt. Aber naja, nun nimmt halt auch Jette immer mal einen Teil der Wolle und macht da in ihrem Garten so Maßnahmen, die dann wohl dazu führen, dass das Wasser sich besser hält beim Sandboden. Und sie hat sich da belesen, also ich hoffe, das wird was bringen. Und bin da sehr gespannt. Schafwolle für die Bodenverbesserung. Jette hat einen Uralt-Trick aus Großmutters Zeiten wieder ausgegraben. Das kommt gerade erst wieder in Trend. Also das haben die Bauern früher immer gemacht. Die haben aber eben diese Mieten angelegt. Oh, guck mal wirklich, wie das die Hände fettet. Super cool. Wie Melkfett, ne? Melkfett. Mhm. Und ist also Mulchmaterial, Vergrämungsmittel gegen Wühlmäuse und auch eben der Stickstoffdünger. Jette probiert noch aus, ob der geliehene Kartoffelpflug für ihre Zwecke praktisch ist. Obwohl es nur mühsam vorangeht, ist sie davon überzeugt, dass so eine behutsame Art der Bodenbearbeitung richtig ist. Sie will zeigen, dass man gerade mit einfachen Mitteln gesunde Lebensmittel erzeugen kann. Nicht nur die Kartoffeln müssen jetzt rein. Höchste Zeit auch, Zwiebeln zu stecken. Jette hat Unterstützung organisiert. Sophie, eine Freundin aus Neustrelitz, hilft mit. Und Lilly macht hier ihren Bundesfreiwilligendienst. Das meiste ist einfach Handarbeit. Das geht nicht anders. Und das will einfach keiner machen. Bei so einem Wetter auf dem Acker stehen und gebückt im Boden rumpulen. Ich bin jemand, der die Dinge auch gerne in die Hand nimmt, anfasst und spürt. Und sonst keinen Bezug dazu finde, wenn ich es im Fernsehen sehe oder von oben vom Trecker aus. Meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, Kind, mit 30, da fängt man an anzusetzen, aber bisher ist noch nichts passiert. Mittagspause. Nicht immer haben Markus und Jette so viel Unterstützung wie heute. Die Idylle trügt nicht. Sie ist Belohnung für die Mühe.
Das ist ja auch ein Grund, warum ich nie bereuen würde, dass ich Landwirt geworden bin. Es ist viel harte Arbeit, aber es gibt halt schöne Momente, entspannte. Und man ist draußen in der Natur, also wenn man das mag, ist das genau der richtige Job. Das erfährt man auch erst, wenn man es wirklich macht. Ne? Wenn man das jeden Tag macht, dann, dann lernt man das zu schätzen, draußen zu sein. Und es ist auch, also es ist Arbeit, aber es ist irgendwie anders, weil das so mit viel Freude und so verbunden ist. Doch die große Frage für Jette, was, wenn dieser sandige Ackerboden trotz Schafwollbehandlung nichts taugt? Zurück bei den Bauern im Wald. Morgens um 7 Uhr ist Nina schon unterwegs, um ihre Kühe zu melken und einem verwaisten Kälbchen Molke zu bringen. Die Weide ist nur etwa 1 Kilometer entfernt. Kälbchen Brumme ist gerade ein halbes Jahr alt. Es hat keine Mutter mehr. Dass es bei Dora trinkt, würde die nicht zulassen, meint Nina. Doras Kalb wurde mit 8 Monaten verkauft. Vor jedem Melken gibt es erstmal Streicheleinheiten. Gerade an der Wirbelsäule, da kommen sie selber nicht so ran. Die brauchen auch ihre Massage. Also gerade vor dem Melken ist es günstig, dann entspannen sie sich ein bisschen. Nina, die gebürtige Hamburgerin, hat schon als Kind vom Aussteigen geträumt. Als sie zu Stefan zog, hatte er 10 Jahre zuvor schon den kleinen Hof im Wald gekauft. Das meiste, was sie zum täglichen Leben brauchen, produzieren sie selbst. Die Milch spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich mache Käse, Butter, Frischkäse, Quark und Joghurt. Und naja, saure Sahne kann man damit machen, Schlagsahne. Die Kuh deckt den Tisch. Das ist so ein Spruch. Also da gibt es halt wirklich viel, ne, was man machen kann. Man kann ja sogar Eis machen. Manchmal mache ich auch Eis. Die Bullenkälber verkaufen sie zur Weitermast. Mehr als 20 Rinder halten sie nicht. 6 bis 7 schlachten sie, um das Fleisch zu vermarkten. Kühe mag Nina besonders. Es ist interessant. Die sind sehr ruhig. Und man denkt manchmal, meine Güte, also sind die ein bisschen dösig. Und dann weiß ich aber, dass die einfach fantastisch sind. Also die haben wahnsinnig intelligentes Verdauungssystem, können einfach unheimlich viel und haben auch ein sehr gutes, also eine gute Sinneswahrnehmung. Die suchen sich halt genau das zum Fressen, was sie brauchen. Und wenn ich da einmal gesagt habe, so, heute ist hier dein Melkplatz, ich melke ja nicht immer hier, dann weiß sie das. Am nächsten Tag geht sie dann wieder da zu der Schüssel, wenn nichts drin ist, naja, lässt sich trotzdem anbinden, geht nicht gleich weg. Ist einfach eine sehr schöne Sache mit Kühen. Morgen wird sie aus den 10 Litern Milch von Dora Joghurt und Frischkäse machen. Kraft für einen kleinen Ausritt hat Finola auch nach einem langen Arbeitstag. Besonders, wenn die anderen beiden Pferde von Marco dabei sind. Nikolaus, der Hengst, und Lorelei, die junge Stute. Das Pferdeunternehmen, ein Nebenerwerb für Marco. Er ist Zimmerermeister. Tinker hat er nicht nur, weil die gut aussehen und prima arbeiten können. Das ist wie so ein kleiner Sessel. Ja, ich will nicht sagen, dass andere Pferde sich nicht gut reiten, das ist so nicht, ne? Das ist schon was anderes als ein Warmblüter, ne? Das auf jeden Fall, ne? Das ist schon so, ne? Macht Spaß, einfach so. Tinker waren ursprünglich die Arbeitspferde fahrender Kesselflicker in Irland. Heute werden die Tiere für eine Hochzeitsfahrt fertig gemacht. Hier beim Kutsche fahren und gerade zu so einem Anlass mit der Hochzeit, da müssen die Pferde natürlich rausgebracht werden. Ne? Da haben wir auch ganz andere Geschirre. Das ist schon ganz schön alles verklettet. Markus' Tochter Nicole muss helfen. Der Chef kann keine Zöpfe. Das Frisieren der Pferde ist ziemlich aufwendig.
sind ja den ganzen Tag auf dem Koppel. Und da staubt das natürlich auch und da wälzen sie sich auch. Und das sollen sie ja auch. Wir wollen ja nicht nur schicke Pferde im Stall stehen haben, die sollen sich ja auch wohlfühlen. Unser Pferd fühlt sich draußen schon wohler und wenn es auch wirklich Pferd sein kann. Brösel, der Familienhund, hat wie die Pferde keltische Wurzeln. Ein irischer Wolfshund. Die Beauty-Kur für die Pferde dauert fast 3 Stunden. Marco und seine Tochter staunen jedes Mal, wie strahlend die Pferde eigentlich aussehen können. Naja, der wird wohl nicht weiß werden. Das ganze Programm. Waschen, schäumen, spülen. Und zum Schluss sogar Glanzspray. Und dann fragen wir, sagen die Leute nachher, was zu teuer? Wir wollen doch nur eine halbe Stunde fahren. Aber wenn man den Leuten das erklärt, dann sehen sie das auch ein. Verstehen sie das ja auch. Für die Hochzeitsfahrt muss das Brautpaar 350 Euro berappen. Und dann der große Tag. Treffpunkt an der Kirche am Ortsrand von Kühlungsborn. Gleich kommt das Brautpaar. Aber Nicole ist noch nicht zufrieden. Wie spät ist denn das? Na ja, dann los. Jeden Moment könnte das Hochzeitspaar kommen. Fine, steh. Hey. Nicole ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Da fährt auch schon die Gesellschaft vor. Mein herzlichen Glückwunsch. Danke. Darf ich noch rein? Los, rein mit dir. Die Braut aus Sachsen, der Bräutigam aus dem Norden. Heiraten an der Ostsee mit Ausfahrt, das war ihr Traum. Kutsche gehört zur Hochzeit. Und dann haben wir auf der Hochzeitsmesse die Kutsche gesehen und haben gesehen, was für tolle Pferde dazu gehören. Und dann habe ich ihn sanft überzeugt, dass es unsere Kutsche wird. Okay, komm, Fine. Komm. Vor 9 Jahren hatte Marco die Idee, seine hübschen Zigeunerpferde, wie er sie manchmal nennt, auch auf der Straße zu präsentieren. Seitdem läuft auch das Geschäft mit den Hochzeiten. Ich bedanke mich auch. Ne? Alles Gute, ne? Alles Gute. Vielen Dank. Ja, gerne. Ne? Danke. Schöne Feier. Alles gut gegangen. Gezahlt wird Cash. Nur eines hätte Marco der Braut noch sagen sollen. Mit einem Blumenstrauß. Nie zu dicht an die Pferde ran. Auch auf dem Hof Hoher Schönberg wird gefeiert. Immer an Himmelfahrt ist Hoffest. Ein Anglersattelschwein muss dann dran glauben. Die meisten anderen werden übers Jahr geschlachtet. Zweimal. Wir müssen auch mit warten. Und mit Kartoffelsalat. Ja, ich mach bloß Probe hier. Ach, ob das gut, ob das gar ist oder nicht, das ist nur Probe. Damit das Fest gelingt, helfen alle bei den Vorbereitungen mit. Ausgerechnet neben dem alten Kessel, der jetzt dringend gebraucht wird, hat sich eine Henne ihren Platz zum Brüten gesucht. Der Kessel ist groß genug, um darin einen Zentner Kartoffeln zu kochen. Für den Salat. Gärtner Michael verfeinert den Kartoffelsalat nur mit eigenen Zutaten. Und sie war trotz alledem erfolgreich. Gerade wegen des Essens kommen viele Besucher hierher. Sogar einige ehemalige Mitarbeiter wie Helga Oldörp lassen es sich nicht nehmen, jedes Jahr beim Hoffest dabei zu sein. Sie hat 12 Torten und Kuchen selbst gebacken. Und die Sahne?
Beschäftigt war sie damit? 2 Tage. Aus Spaß an der Freude. Und weil es hier auch so schön ist. Also das macht einfach Freude. Sie rechnen wieder mit mehr als 500 Besuchern. Wunderschön geworden. Wunderschön geworden. Sehr gut. Da haben wir Karpatensalami. Das ist von unseren Schafen. Ja. Oder hier haben wir von unserem Sattelschwein. Das ist und Jörg ist ganz in seinem Element. Und dann ist eben das Wichtige, dass der Quark auch ein Rohmilchquark ist. Dass das nicht irgendwie so ein pasteurisiertes Zeug ist, sondern dass jetzt, wo die ganzen Butterblumen blühen und das Gras so frisch ist, dass diese Frische in der Milch, in der Dickmilch, im Quark ist und das nicht alles wegpasteurisiert. Die regionale Kultband Reuters Fritzen ist auch wieder dabei. Und sie kratzt das Hoffest überhaupt nicht. Während einige schon lernen, in der Erde nach Würmern zu wühlen, hängen andere noch an der Milchbar. Und ganz Pfiffige haben einen Trick raus, wie es jetzt noch gelingt, unter dem Stromzaun durch auf Erkundungstour zu gehen. Ende Mai. Langhalmiger Roggen, heute kaum noch zu sehen. Er hält aus eigener Kraft im Wind gut stand. Konventionelle Landwirte setzen auf kurzhalmige Sorten. Weniger Arbeit für den Mähdrescher. Und ihre Tiere liegen meist sowieso nicht mehr auf Stroh. Jörgs Biohof dagegen braucht Stroh. Und er sieht in dieser alten Sorte noch mehr Vorteile. Der Roggen ist halt unheimlich auch gut für die Unkrautregulierung. Wenn wir in den Bestand hier mal so reinschauen, da ist unheimlich wenig Unkraut da. Das heißt, er unterdrückt unheimlich gut das Unkraut. Und wir haben danach einen unheimlich guten Ausgangspunkt, um eine weitere Frucht dann wieder anzubauen. Seit 20 Jahren haben sie diese Sorte immer weiter vermehrt, können ihr eigenes Saatgut so erhalten. Heute soll der erste Heuschnitt von den Wiesen. Die meisten Bauern machen statt Heu Silage, in Folien vergärtes Futter. Das geht schneller und ist nährstoffreich. Aber gutes Heu sei das gesündere Futter. Jörg ist mit seinem 60 Jahre alten McCormick D430 schon da. Der läuft immer noch mit Originalmotor. Und der Sonnenradschwader auch schon 30 Jahre alt. Das Schöne ist an der Technik, die ist sehr langlebig und sie ist zu reparieren. Ersatzteile bekommen wir bis jetzt immer noch oder wir bauen sie selber. Die Technik ist bezahlt, wir haben keine Kredite auf der Technik und es ist eine Freude, damit zu arbeiten. An solche Raritäten kommen sie vor allem über Hofauflösungen ran. Gerald muss sich bei der Kleinballenpresse aber schon was einfallen lassen. Denn es gibt keine Originalriemen mehr. Man sieht ja, das ist Industrie, das ist keine Qualität hier. Das ist fast ein neues Ding und die gehen immer so schnell kaputt. Also. Deshalb legt er den Riemen immer erst auf dem Feld an. Sonst dehnt er sich schon bei der Anfahrt und fällt dann ständig runter. Das ist das A und O hier, das ist immer der Schwachpunkt. Wenn irgendwas kaputt geht, dann geht auch das hier kaputt. Bevor Sie das Heu einfahren können, die entscheidende Frage. So, wie sieht's aus? Hier sind noch ein paar grüne Knoten drin. Wenn wir das hier auseinandernehmen, hier ist es noch grün. Ist halt noch nicht wirklich fertig, aber wir fangen trotzdem schon mal an, machen kleine Ballen, ganz locker gepresst und lassen das dann auf dem Heuboden nachtrocknen.
Auf insgesamt 5,5 Hektar machen sie heute und in nächster Zeit Heu. Viel bei so einer Technik. Sie rechnen aber in diesem Jahr mit weniger Heu als sonst. Denn es hat bisher viel zu wenig geregnet. Weiter trocknen lassen. Wetter ist ja auf unserer Seite. Und naja, und die beiden sind noch nicht Profis beim Packen, ne? Die lernen das jetzt gerade. Sabine? Sabine? Oh, das ist ja. Malvine hofft, dass Sau Sabine trächtig ist. Nebenan übt schon mal der Nachwuchseber bei der nächsten Zuchtsau. Also ich glaube nicht, er kommt noch nicht dran. Aber das könnte bald funktionieren. Da fehlen noch 5 cm. Er ist einfach so klein. Man muss nur ein bisschen aufholen. Unbedingt aufholen wollen auch Jette und Markus. Doch ihr erstes Wirtschaftsjahr fällt ausgerechnet in die schlimmste Trockenheit seit 100 Jahren. Ihr Acker gleicht einer Wüste. Markus hat einen Brunnen gebohrt. Die Pumpe läuft fast rund um die Uhr. Das Bewässern nimmt viel mehr Zeit in Anspruch, als Jette dachte. Ständig muss sie die Sprenger umsetzen. Wasser ist überhaupt das Thema, besonders jetzt. Also wir hatten seit 3 Monaten keinen nennenswerten Regen, oder man könnte wirklich sagen, überhaupt keinen Regen. Das war nicht messbar an meinem Regenmesser. Also ich habe auch die Alten im Dorf gefragt, ist lange her, oder kann sich auch keiner daran erinnern, dass es mal so trocken war. Wenn man Markus glaubt, dann ist es jetzt das 2. von 7 schlechten landwirtschaftlichen Jahren, nach der alten Bauernregel. Auch seine Tiere leiden unter der Trockenheit. Frisches Futter finden sie draußen nicht mehr. Stattdessen gibt es nur noch Trockenfutter. Ja, das ist ja jetzt schon ein Problem mit den Lämmern. Also die Fläche, wo ich die eigentlich raufbringen wollte, die ist komplett verdörrt. Oder steht kein Halm mehr. Oder wenn da nur trockene Überreste. Und da verhungern die mir. So, jetzt muss ich da ein bisschen umswitchen. Und die leiden halt auch ein bisschen runter. Manche haben hier richtig Sonnenbrand gehabt. Da geht die Milchleistung dann ein bisschen zurück. Das Fell bleicht total aus. Naja. Jetzt schickt er die Schafe in den Wald, damit sie dort im Schatten noch was Grünes finden. Manchmal wächst Jette der Problemacker über den Kopf. Oft genug hat sie auf der großen Fläche keine Hilfe. Es ist unrealistisch, dass eine Person 3 Hektar alleine bewirtschaftet. Also es ist natürlich, dass ich jetzt ab und an schon an meine körperlichen Grenzen gestoßen bin. Hilfe naht. Martin kommt. Ich habe extra meinen Job aufgegeben, damit ich meiner Freundin helfen kann. Damit sie abends auch mal ein bisschen fitter nach Hause kommt, als wenn sie den ganzen Tag alleine über den Acker läuft. Für mich ist das Wunder von Klein Trebbo. Dass hier wieder vernünftiges Gemüse auf dieser Steppe wächst, eben auch vernünftig gewirtschaftet wird. Ich habe zu ihr gesagt, wenn du schaffst, hier Gemüse anzupflanzen und zu ernten, dann ist das für mich einfach ein Wunder. Martin hat die undankbare Aufgabe, Unkraut zu jäten. Aber er soll es nicht wegschmeißen, sondern wie einen Schutz um die Pflanzen legen, sagt Jette. Na eben, wir versuchen das eben alles hier in der Erde zu halten, ne? Weil diese Erde,
Die hält kaum Wasser. Und da muss man halt alles tun mit allen Tricks, um das Wasser zu halten, damit die Pflanzen auch was Ordentliches zu trinken haben. Also die Verdunstung ist sehr hoch. Die Sonne ist sehr stark, der Wind zieht das alles weg und dann sieht man das einfach auch schon. Der gute Humus fliegt dann auch wieder weg. Und den wollen wir eben halten. Dieses Kraut nützt den Radieschen. Denn Unkraut gibt es für Biobauern eigentlich nicht. Hast du das schon probiert? Doch, ich finde es sehr gut. Lecker, schön groß. Das ist die erste Ernte. Also vom Feld direkt, ja. Das ist historisch. Ja, aber also das Aufregendste ist, wenn ich nachher den Mitbauern gegenüberstehe und ihre Reaktion sehe. 80 pro Kiste, 160. Nochmal ein bisschen rechnen. Das ist sozusagen der erste Knoten, der platzt. Es ist überhaupt irgendetwas da zu ernten. Auch wenn ich verspätet bin, ist es qualitativ jetzt nicht grottenschlecht und ich muss mir was zusammenpuzzeln, sondern es ist schon in Ordnung. Ist so eine Beruhigung jetzt sozusagen auf der Strecke mal kurz ein Häkchen machen und sagen, ja, so weit hat's hingehauen. Auf diesen Tag haben alle hingefiebert. Den ersten großen Verteilertag. Heute kommen die Mitbauern, so werden hier die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft genannt. Alle bekommen ihre Anteile. Auch Milch von Markus Scharfen. Lilly hilft mit. Das Abfüllen muss bei der Hitze schnell gehen. Also offiziell ist diese Milch jetzt hier 4 Tage maximal haltbar, aber hält sich eigentlich 8 Tage. Die Leute fahren auch total auf die Frischmilch ab, weil der Kaffee einfach 10-mal besser schmeckt, weil die ja so fettig ist und so cremig. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, angesteckt von Markus und Jette. Ich bin noch nicht aufgeregt, Lilly. Oder? Auf Jörgs Biohof zeigt sich der Rosengarten jetzt im Juni von seiner prächtigsten Seite. Auch Gärtner Michael spritzt, aber nur mit biologisch-dynamischen Präparaten. Hornkiesel, ein Mineral, um die Pflanzen zu stärken. Und seit kurzem lebt auch Kai Riemann, gelernter Reetdachdecker, mit auf dem Hof. Er hilft seinem Freund Jörg. Eber Herbert, wie Sau Sabine, ein Angler-Sattelschwein. Na, wie geht's dir? Hätte gestern die Eier abgekriegt, weil er in die Wurst soll, aber er quick mit denen, ne? Denen geht's gut. Weil der Tierarzt gestern da waren, die Eier abgenommen hat. Der darf nicht mehr, der ist zu groß. Der würde jede Sau tot machen, wenn der darauf geht. Der hat seinen Dienst getan, der kommt jetzt in die Wurst. Das wird Bratwurst, alles. Bis zum November hat er allerdings noch Schonfrist. Währenddessen kommt Biobauer Jörg mit seinen beiden Milchkühen zurück. Er hat sie gerade von der Weide geholt. Morgens um 7, um sie gleich im Stall zu melken. Nachts lässt er die Tiere jetzt im Sommer draußen. Auf der Weide ist trotz der Trockenheit immer noch genug Futter, da sind wir ganz glücklich. Und dann ist der Stall morgens schön sauber und Heu haben wir eh nicht mehr. Was wir verfüttern könnten, das brauchen wir alles schon für den Winter. 2 Milchkühe reichen Jörg, um Käse, Quark und Dickmilch herzustellen. Und der Laden läuft. Wie viel soll es sein? Frisch und Schnittkäse von den Kühen und Ziegen. Frühstückspause für die Mitarbeiter und Jörg.
Vielleicht wird mal einer seiner drei Söhne den Betrieb übernehmen. Einer muss ja einen Hut aufhaben, ne? Jörg nennen die meisten hier nur den Bauern. Nein, 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 nein. Ich weiß, wer hier einen Hut aufhat. Nee, ich hab keinen Hut auf. Nein? Doch. Nebenan im 4000 Quadratmeter großen Gemüsegarten. Gärtner Michael arbeitet mit der alten Radhacke aus den 20er Jahren. Stiel und Messer wurden inzwischen erneuert. Na ja, bei der Wärme ein bisschen anstrengend. Genau, aber man ist schneller durch als mit der Schlaghacke. Das hackt das Unkraut ab, also kappt die Wurzel von der Pflanze, sodass sie dann vertrocknet und lockert den Boden auf, damit das Wasser im Boden bleibt. Eine Woche nach der Kastration kommt Herbert wieder auf die Wiese. Na komm. Rund 300 Kilo wiegt er und ist 5 Jahre alt. Wegen des männlichen Hormons Androstenon stinkt Eberfleisch und schmeckt streng. Deswegen werden Eber auch hier kastriert. Und dann packe ich den Strohballen unter den Wagen, oder? Ja, ist eine gute Idee. Und? Ja, ist noch tüchtig geschwollen, ne? Aber ja. Herbert darf noch gut 4 Monate leben. Dann erst ist das männliche Hormon in seinem Körper abgebaut. Der Tierarzt hat ihn im Stall kastriert, wo es nicht steril ist. Hat kein Fieber, frisst, das ist immer so das Wichtigste. Also das ist unglaublich, was Schweine an ja, Verletzungen oder Wunden oder sowas wegstecken. Wundert man sich immer. Und das sind seine letzten 10 Nachkommen. Inzwischen ist der Weizen reif. Da alle landwirtschaftlichen Nutzflächen um den Hof verteilt liegen, haben sie keine langen Anfahrtswege. Der Hafer ist später dran. Den langhalmigen Roggen haben sie schon geerntet. Gerald ist neben Bauer Jörg für den Fuhrpark zuständig. Dazu gehört auch ihr eigener Mähdrescher, anno 1964. Ich muss den jetzt ein bisschen durchdrehen, weil ich hier ein paar Schmiernippel abschmieren muss, hier von den Schuttersieben hier drin. Und die muss ich mir erst in richtige Stellung bringen. Soll ich irgendwo mit anfassen? Ich gehe gleich schon. Und das ist ganz wichtig. Weil das hier nur auf Holz gelagert ist. Und wenn man das nicht abschmiert, sind die Dinger ratzfatz weg, ne? Ja, halt drauf. Oder geht rein. Geht rein. Das ist schon was ganz Besonderes hier. Weil sowas kaum noch läuft heutzutage, ne? Also, das ist ja fast so ein Museumstück. Über 30 Grad an diesem Sommertag. Und seit Wochen auch hier kein Regen. Ist ordentlich was drin. Oh. Ja, sind auch nicht so klein, die Körner. Der ist gut. In Betracht der Trockenheit ist es gut, ne? Ja. Ja, viele haben ihr Weizen oder Getreide geschreddert, weil da nichts in der Körner ist. Weil in dem Moment, wo es wächst, einfach keine Feuchtigkeit da war. Doch hier, nahe der Ostsee, nachts und morgens Tau. Der wirkt wie ein zarter Regenguss. Also wir haben hier verschiedene Böden. Ne? Also das hier oben ist sehr sandig, da hinten ist es ein bisschen ja, humöser, der Boden humoser. Und da ist richtig fett. Da muss ich dann Mähdrescher ein bisschen langsamer fahren. Weizen haben sie in diesem Jahr auf rund 1,5 Hektar angebaut. Die Flächen des hohen Schönberger Hofes wirken wie schmale Handtücher. Nebenan wirtschaftet ein konventioneller Bauer.
Obwohl Gärtner Michael immer wieder die Radhacke gegen das Unkraut einsetzt, hat sich die Melde auf der Fläche mit der Gründüngung breit gemacht. Dabei soll die Gründüngung doch die Bodenstruktur verbessern und der Erde später Nährstoffe geben. Ja, die Melde, die setzt sich immer relativ schnell durch, die wächst halt auch schnell. Und so Beikräuter, Wildkräuter, die sind dann immer im Vorteil gegenüber dem, was man aussieht. Aber wenigstens kann Tierpflegerin Malvine die Melde gut gebrauchen. Wir fahren das jetzt zum Schwein. Die sind ja oben auf der ziemlich trockenen Koppel. Also es hat einfach nicht mehr so geregnet und dadurch ist da nichts mehr gewachsen, außer Kamille. Und die mögen sie nicht. Und dann können sie hier ein bisschen Grünzeug fressen. Sau Sabine müsste jetzt seit 2 Monaten trächtig sein. So hoffen alle. Die Melde. Für die Schweine eine willkommene Mahlzeit. Und sie ist besonders nährstoffreich. Das ist jetzt diese Hightech-Reinigungsmaschine. Das Baujahr weiß ich nicht. Und das ist das gehandelte Getreide. Strom ist da. Ja. Nee, dreht nicht. Warte, mach mal aus. Nee, ist aus. So. Der Riemen ist gar nicht drauf. Hat den einer abgenommen? Tricktür. Moritz! Welcher läuft denn ab? Dieser? Der hier, ja. Ja, den haben wir letztes Mal. Warte mal, hier. Ja. Von unten? Sie tut es immer noch. Die Getreidereinigungsmaschine der Marke Stahl Neusaat aus den 30er Jahren. Sie trennt die Spreu vom Weizen oder jedem anderen Getreide. Durch Rütteln unterschiedlich feiner Siebe und durch geblasene Luft. Heraus kommt Weizen feinster Backqualität. Für den Verkauf unten im Hofladen. Wir haben uns ja die Körner auf dem Feld angeguckt. Das ist erstaunlich gut ausgefallen. Also wirklich wieder erwarten. Wir sind sehr zufrieden damit. Woran liegt's? Wahrscheinlich daran, dass der Boden im Herbst sehr nass war und dass der Boden hier, man sagt, er ist bindig, er hält gut Wasser. Und so hat er das, ja, lehmig, und so hat er das auch lange gehalten. Ja. Schon jetzt ein gutes Getreidejahr für den Hof, während andere Bauern über hohe Verluste klagen. Zwischenbilanz auch bei Markus und Jette. Die Mitglieder haben lange auf diesen ersten Verteilertag gewartet. Zahlen monatlich einen Solidaritätsbeitrag zwischen 55 und 160 Euro, je nachdem, wie viel Anteile an Milchprodukten, Fleisch und Gemüse sie bestellt haben. Jette hofft, dass ihre Radieschen und der Salat gut ankommen. Das ist hier Batavia, der ist ein bisschen knackiger. Ja. Rubinette, das ist eigentlich, der ist ja mild, ne? Ja. Aber sieht halt anders aus im Salat und das ist der normale Kopfsalat. Und da gibt es hier oben die Braten. Unterschiedlich, also größtenteils aus der Keule geschnitten. Dann gibt es ein Kilo Hack. Und hier sind 2 Rouladen immer drin. Wir zahlen, glaube ich, so was ca. 160 Euro im Monat. Es ist schon heftig. Also wir sind jetzt nicht mit dem Anspruch rangegangen, dass sich das sofort rechnet, für uns. Ne? Also wir zahlen Beitrag, haben aber wahrscheinlich nicht komplett den Gegenwert zurzeit. Aber damit haben wir gerechnet. Aber ich denke mal, alle stehen da irgendwo dahinter. Die sogenannten Mitbauern, so dass man dann sagt, naja, wenn es heute nicht so viel ist, dann eben nächstes Mal. Manche Typen haben 2 kleine, ja. Oder dann auch mal eine große. Wie macht euch eine, ja. Könnt ich besser einteilen. Ihr könnt aber auch so zwischen Radieschen oder 2 mal Gurke oder 2 mal Rhabarber. Das Modell der solidarischen Landwirtschaft gibt es auch anderswo. Viele Verbraucher haben das Gefühl, eine gute Sache zu unterstützen. Die meisten sehen schon, dass wir hier was Langfristiges aufbauen, was jetzt eben keinen Vollertrag
in der ersten Minute zur Folge hat, sondern dass das eben was ist, wo man lang Atem braucht. Und das war, würde ich jetzt mal sagen, so 90%, 80%. Genau. Ja. Also ich verstehe halt auch, dass Jette hat da ein bisschen mehr Druck, weil sie halt das alles neu aufbaut, diesen ganzen Gartenbau. Ne? Und ja, ich habe die Milch immer da, ich muss die nur noch verarbeiten und dann verteilen. Und das ist halt auch so kalkuliert, dass das dann ungefähr dem Wert entspricht, was die Leute bezahlen im Monat. Das wird aufgehen, denke ich. Er wird recht behalten. Inzwischen ist die solidarische Hofgemeinschaft für beide rentabel. Endlich Regen in Mecklenburg. Doch der ist so schnell wieder vorbei, wie er gekommen ist. Jörg will schon mal die ersten Kartoffeln vom Feld holen. Zusammen mit seinem jüngsten Sohn Alwin. Obwohl sich da was zusammenbraut, lässt er sich nicht von seinem Plan abbringen. Die Kühe sind klug, ahnen wohl schon, was da kommt. Sieht super aus. Ich finde das gut. Also der Regen ist ja noch nicht ganz unten angekommen, der Boden ist oft noch trocken. Aber jetzt werden die Kartoffeln richtig loswachsen. Das Kraut sieht sehr gut aus. Kein Kartoffelkäfer, keine Krautfäule. Das wird ein super Ertrag. Und das reicht auch schon zum Probieren der ersten neuen Kartoffeln aus diesem Jahr. Anders als Jörg und Alwin sind die Kühe relativ trocken geblieben unter den Bäumen. Und jetzt wird Jörg was Köstliches zubereiten, das hatte Alwin versprochen. Und das will sich keiner entgehen lassen. Die gerade geernteten Kartoffeln mit Quark von der Milch ihrer Kühe und frisch gepresstem Leinöl aus ihrer Ölmühle. Das ist ja die Sorte Gunda. Die ist mehlig kochend. Ist uns auch ein bisschen zerfallen beim Kochen jetzt eben, aber schmeckt sehr lecker. Also ein schönes Kartoffeljahr. Ich freue mich. Ich auch. Ja, du musst jetzt aber erstmal Pfirsichwein probieren. Aus eigener Ernte. Die letzte Flasche aus dem vergangenen Jahr. Wirklich gut. Lecker. Schmeckt. Wunder. Dann möchte ich gerne mit euch prosten auf die schöne Kartoffelernte und auf das schöne Zusammensein. Zum Wohl, Herr Renz. Genau, zum Wohle. Und dann die überraschende Nachricht. Tierpflegerin Malvine muss aus gesundheitlichen Gründen ihren Job aufgeben. Muss ich das machen, ja. Alle Schweine füttern. Bis eine neue Tierpflegerin gefunden ist. Aber für Kai sei das hier auf dem Hof ohnehin keine Arbeit, sondern das Paradies. Er helfe ja nur seinem Freund. Alles Reste vom Hof. Molke, Getreide, Presskuchen aus der Ölmühle, was nach dem Pressen zum Beispiel vom Lein übrig bleibt. Verfressen sind die 10 Ferkel von Sausabine immer. Ist jetzt sicher, dass Sausabine trächtig ist? Die ist neu belegt, ja. Sicher? Ja, gehen wir von aus, ja, ja. Weiß er Näheres? Nee, das, nö, ich nicht, nö. Aber ich gehe davon aus, dass er das hingekriegt hat, ne? Ende Juli muss das Stroh vom Roggen rein. Über 40 Grad auf dem Feld. Aber nicht nur die Hitze macht ihnen zu schaffen. Auch die Kleinballenpresse aus den 60ern läuft noch nicht rund. Die Ballen müssen fester gepresst werden, sonst kann das Band sie nicht zusammenhalten. Hier, der zweite ist nicht gebunden. Die Schweine haben ihr eigenes Rezept gegen die Hitze.
und auf den begehrtesten Platz haben es alle abgesehen. Die Kruste schützt vor Sonnenbrand und Parasiten. Bei der fünfjährigen Sau Sabine stellt sich später raus, nicht trächtig. Und da für sie kein Eber mehr zu finden ist, wird sie geschlachtet. Zurück bei Nina und Stefan im Wald. Es ist August. Der Garten dient der Familie zur Selbstversorgung. Auf rund 600 Quadratmeter hat Nina mehr als 40 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten angebaut. Allein 5 unterschiedliche Kartoffelsorten. Also da sind sonst auch mehr drunter, aber diese Stauden wurden alle schon 2-mal durchgemolken, wie man hier in Mecklenburg sagt, glaube ich. Das heißt, man greift schon mal, wenn sie noch relativ jung sind, in die Dämme rein und sammelt die Größten schon mal raus. Vielleicht ist es immer mal im Leben anstrengend, aber ich stelle mir andere Berufe zum Teil sehr viel anstrengender vor. Es ist schon eine Erfüllung, also ich suche mir das aus, wie ich das gerne machen möchte und dann gibt einem das ja auch Kraft zurück. Also es hat auch nichts mit irgendwie Verzicht und so weiter zu tun. Es ist einfach so, dass ich mich freue, dass das so funktioniert. Und so gibt es einfach viele Sachen, die nicht nötig sind und wo ich mich freue, dass wir die nicht brauchen. Wie ein eigenes Auto. Das haben sie nicht. Und Nina meint, wenn sie eins braucht, dann leiht sie sich eben eins aus. Aber auf eine Waschmaschine und einen Computer verzichtet auch sie nicht. Ihr Mann Stefan ist seit mehr als 30 Jahren Bio-Imker. Die Bienenkästen nur aus Holz. Und gegen die Varroa-Milbe benutzt er keine Chemie oder synthetischen Mittel. Nur organische Säuren. Oder er schneidet die Drohnenbrutwaben raus. Stefan trägt auch so gut wie nie Schutzkleidung. Wenn man sich zu sehr einpackt, ist man dann auch manchmal ein bisschen rücksichtslos mit den Bienen. Und so weiß man eben, dass die auch anders können und ist entsprechend vorsichtig. Heute kontrolliert er seine Völker. Alles in Ordnung. Ich bin sehr gerne Imker. Weil das so was Schönes ist. Die Bienen machen so vieles besser als wir Menschen, habe ich den Eindruck. Wenn man einen Tag Imkern vor sich hat, das ist einfach ein Blick ins Paradies, habe ich manchmal den Eindruck, weil es so harmonisch zugeht irgendwie. Es ist was, die machen immer was Sinnvolles, die kümmern sich umeinander und jeder macht eben, was er kann. Da ist keiner wesentlich faul oder will seinem Nachbarn Böses oder was weiß ich was. Es ist alles innerhalb des Volkes natürlich nur eine gewisse Harmonie vorhanden. Es ist schön, das zu sehen, dass das funktioniert bei so scheinbar einfach gestrickten Lebewesen und wir, die wir so viel zu wissen glauben, bei uns klappt es eben oft nicht. Und da kann man sich bei den Bienen doch ein bisschen was abgucken. 50 Völker hat er und verkauft auch seinen Honig. Sind Bienen seine Freunde? Die werden ja nur, was weiß ich, 3 Wochen alt im Sommer. Da reicht's nicht zu einer festen Freundschaft. Und auch Kleinvieh gehört zum Hof, wie ein paar Hühner und Gänse. Die eignen sich nicht nur zum Sonntagsbraten. Sie sind auch gute Wächter, melden, wenn jemand kommt. Im Haus keine Heizung, nur Öfen. Den großen Herd in der Küche hat ein Freund gebaut, mit alten Ofenkacheln. Der Herd hat gleich mehrere Funktionen. Er dient auch als Wärmespeicher. Der hat auch noch einen Wassertank. Also da sind noch 60 Liter Wasser drin. Unter dem Deckel, hier kann man es am Hahn rauslassen. Da hat man auch immer ein bisschen warmes Wasser. Hier ist auch immer noch extra warmes Wasser oben drin. Und ja, man hat viel Platz zum Kochen. Hier kann man was warm stellen. Und wie war das für Ihre 3 Kinder, so abgelegen im Wald?
Allein bis zur Grundschule waren es immerhin 4 Kilometer. Also die mussten halt alles mit dem Fahrrad machen. Oder immer noch. Also einer ist auch noch zu Hause. Und das haben sie mit der Zeit auch gut gelernt, dass es auch wirklich gut funktioniert. Nina ist zufrieden mit ihrem Leben hier draußen. Wenn ich jetzt irgendwas ändern könnte, dann würde ich nichts ändern. Genau. Grundsätzlich ändern wollen auch sie nichts auf dem Hof Hoher Schönberg. Auch wenn die Arbeit hier schon mitunter mühselig ist. Da habe ich Lust zu. Das macht Spaß. Wer sind denn so viele? Ja, hat man ja seine Ruhe hier, ne? Die Steine reden nicht. Und man sieht sie, ne? Immer im Herbst und Frühjahr, vor und nach der Bodenbearbeitung, ist Steinesammeln angesagt. Wir verbauen die Steine zum Beispiel auch. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass wir hier die irgendwo in Knick schütten und dann ist es auch noch eine Wertschöpfung, neben dem, dass es sowieso gemacht werden muss. Und für ein gutes Saatbett pflügen sie jetzt nährstoffreichen Mistkompost unter. Nur Natur. Alles aus dem eigenen Wirtschaftskreislauf. An solchen Spätsommerabenden genießen sie manchmal auch einfach nur die Aussicht vom Hohen Schönberg, gleich neben dem Hof. Sonnenaufgang Ende August. Während die Ziegen erst langsam wach werden, nimmt eine Gruppe Radfahrer schon ihr Frühstück ein. Gestern Abend fragten sie kurzfristig nach einer Übernachtung. Und ganz selbstverständlich durften sie auf dem Gelände zelten. Bevor es für sie auch schon wieder weitergeht. Jetzt, im August, reifen die Pfirsiche heran. Weil die anderen Wiesen alle vertrocknet sind, soll Kai die Schafe hier kurz weiden lassen. Pass auf, dass die Schafe die Pfirsiche nicht auffressen. Das sollen die nicht, die sollen das Gras fressen. Eine Stunde lang, dann nehme ich die wieder runter. Aber das geht nicht, weil die fressen uns die Pfirsiche auf. Die mögen sie. Wenn die mich sehen, lassen die das nach. Die sind nicht blöd. Und dann entdeckt er ein völlig ausgemergeltes Lämmchen. Kannst du sehen, Jörg? Ja, ein bisschen dürre ist es, ne? Die Mutter hat ein ganz schlaffes Euter. Ich setze es mal hier hin. Ja. Es ist offenbar erst vor wenigen Tagen geboren worden. In der Flasche ist Ziegenmilch. Das ist ja ziemlich verwandt. Und den Schafen mal ein bisschen Schrot immer anbieten und dem Kleinen mal ein bisschen Milch, dann wird das schon. Guck mal, so kräftig getrunken. Also das ist schon ein totaler Erfolg. Ne? Und jetzt kriegt Mutti gleich noch ein bisschen Schrot und dann haben wir's.
Bei den Schwalben gibt es viel Nachwuchs und immer was zu futtern. Anfang September sind die Pfirsiche reif. Das ist Höchstertrag. Und auch von der Größe her. Die sind ja wie aus dem Paradies, ne? So, der ist doch besser wie gekauft, oder was? Und knackereif. Die sind gut. Das wird ein guter Wein. Schiebst du oder soll ich? Und Himbeeren noch im Oktober. Auch Mangold wächst jetzt noch prächtig. Kai hat einen neuen Freund gefunden. Der möchte allerdings jetzt noch mindestens dreimal am Tag gefüttert werden. Das ist Eddie, ne? Der war zweimal tot. Der hat nochmal eine Vergiftung gehabt. Der hat Pfirsichkerne gegessen. Der wäre uns beinahe nochmal verreckt. Den haben wir zweimal aufgepäppelt. Dann hat er ein paar Pillen gekriegt, damit er abführen kann. Und jetzt geht das wieder ganz gut mit ihm. Der wird nicht geschlachtet, den schenke ich irgendeinen Kindergarten oder irgendeinen Streichelzoo. Das kannst du nicht machen, so ein Tier kannst du nicht tot machen. Gärtner Michael bei der Ernte. Wo jetzt die Mohrrüben wachsen, hatte er im vergangenen Jahr den Boden mit kompostiertem Mist gut gedüngt. Naja, das, zum einen ist es die Sorte, also es, die recht groß wird auch. Das ist auch eine biologisch dynamische Züchtung. Rodelica heißt die Sorte, ist recht verbreitet. Und ansonsten seit diesem Jahr halt zusätzlich noch die Präparate, biologisch dynamischen Präparate, die jetzt ja nicht unbedingt als Düngung wirken, sondern eher zur Kräftigung der Pflanze, zur Gesundheit der Pflanze auch. Hornkiesel hatte er versprüht, gemahlenen Quarz. Jetzt, im Oktober, muss auch schon der Weizen fürs nächste Jahr rein. Die Drille stammt noch aus einer Zeit, als Pferde sie zogen. Die alten Maschinen kosten nicht viel und sie können sie noch reparieren. Und sie lieben sie einfach. Muss man immer alles neu kaufen? Es ist ja so viel da auf der Erde. Und wenn die Leute ihre Sachen länger behalten würden, sie länger pflegen würden, würde vielleicht weniger Müll entstehen und die Zeit würde vielleicht auch ein bisschen langsamer ticken.